Ja, wir sind hier beim Übersinnlichen Kongress und ich habe hier Pascal Voggenhuber, genau, der sitzt neben mir. Und ich stelle hier jeden so ein paar Fragen, nämlich drei Fragen. Und ich würde gern wissen, was für dich oder wer für dich Gott ist. Na toll. Gerade die schwierigste Frage am Anfang. Yeah. Meine Philosophie ist ganz einfach. Ich sage immer so, ich glaube an Gott. Mhm. Oder für mich hat Gott einen zentralen Punkt. Nur, ich sage immer so, wer über Gott spricht oder das Gefühl hat, dass er Gott erkannt hat, der hat Gott nie erfahren. Mhm. Weil es ist sowas wie über die Liebe zu philosophieren. Tausend Menschen reden über Liebe und es gibt tausend Lieder. Nur irgendwie jede Liebe ist so individuell. So ist für mich auch eine göttliche Erfahrung oder Gott zu erfahren einfach eine individuelle Geschichte. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht erklären, was Gott ist. Ich kann nur sagen, ich persönlich glaube dran, dass es eine höhere Macht gibt, aber ich habe keine Ahnung. Einfachere Frage. Ja, aber würdest du sagen, eben, dass wir alle göttlich sind? Oder, ja. Weil das ist so ein schwieriger Begriff immer so. Also ich sage ja auch immer so, du musst eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel bei Beziehungsproblemen, sage ich immer, du musst in deinem Partner nur Gott erkennen, dann hast du keine Beziehungsprobleme mehr. Weil wenn Gott dich anschreit, also dein Mann dich zum Beispiel anschreit, ja, dann ist es Gott, der gerade die Erfahrung machen möchte, durch deinen Mann, wie es ist, böse zu sein oder wütend zu sein. Ja. Ich glaube schon, dass wir alle Aspekte von Gott sind oder einen göttlichen Kern in uns haben, aber zu sagen, wir sind Gott, das fällt mir auch schwer. Aber mir fällt es auch schwer zu sagen, dass wir nicht göttlich sind. Mhm. Deswegen sage ich so, für mich ist so diese Diskussion, was ist Gott, wer ist Gott, ist so nebensächlich, weil ich glaube, solange wir Menschen sind, können wir Gott eh nicht erfahren. Und das sollten wir lieber unser Leben genießen. Und wenn wir, glaube ich, so richtig glücklich und zufrieden sind, dann sind wir Gott am nächsten. Ja, schön. Nächste Frage. Gut. Ein bisschen leichter. Nee, es sind so viele Menschen, die sich fragen eben, wie sie schnell ihre Lebensaufgabe, ihre Bestimmung im Leben rausfinden. Und was würdest du den Leuten sagen? Das kann ich jedem in 2 Sekunden erklären. Also für alle, die da draußen, die ihre Lebensaufgabe finden möchten, ist es ganz einfach. Deine Lebensaufgabe ist, nach deiner Lebensaufgabe zu suchen. Ja. Geil. Das Problem ist, wir haben, aus meiner Sicht, haben wir keine Lebensaufgabe, außer die Aufgabe, die wir uns selbst stellen. Und viele Leute zum Beispiel gerade im spirituellen Bereich erzählen so, ja, ihre Lebensaufgabe ist es zu heilen oder Medium zu sein und so, aber sind unglücklich dabei. Das kann ja keine Lebensaufgabe sein. Dann, es spielt keine Rolle, was du tust, aus meiner Sicht, sondern deine Lebensaufgabe ist dort, wo du einfach glücklich und zufrieden bist. So, deswegen gib dir einfach eine Aufgabe, die dich erfüllt, egal was es ist, und dann hast du deine Lebensaufgabe. Meinst du echt, dass es so... Für dich ist das echt zu easy. Also wenn jetzt, nee, wenn jetzt einer sagt, hey, ich arbeite jetzt hier stundenlang im Büro und eigentlich macht mich das unglücklich und so, aber ich bin irgendwie gefangen jetzt im Familiären, ich muss Geld verdienen und so. Wie kommt der da raus? Also zu sagen jetzt, suche deine Lebensaufgabe. Ja, indem, dass er sich überlegt, zum Beispiel, was 3 Dinge... die ihn wirklich glücklich machen. Zum Beispiel viele Leute sagen mir immer so, hey Pascal, du lebst ja voll deine Berufung, du hast leicht reden, du bist Medium, bla 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 bla. Dann sage ich so, das ist gar nicht meine Lebensaufgabe. Meine Lebensaufgabe, ich habe mir mit 16 mal die Frage gestellt, was würde ich tun, jeden Tag, ohne dass ich Geld dafür verdiene. Also was mache ich jeden Tag, was erfüllt mich, ohne dass ich Geld verdiene? Das ist mir in den Sinn gekommen, ich reise unglaublich gerne, ich rede noch lieber wie reisen und ich gebe gerne Wissen weiter. So, das ist meine Lebensaufgabe. Reisen, reden, Wissen weitergeben. So. Früher habe ich das dann als Fernsehmoderator gemacht. Ich bin rumgereist, habe Leute interviewt, ich habe viel geredet. Und ich habe Wissen weitergegeben. Heute mache ich das als Medium. Aber meine Erfüllung ist nicht, oder meine Berufung ist nicht, Medium zu sein oder die Jenseitskontakte zu machen, sondern meine persönliche Lebensaufgabe ist, zu reisen, zu reden und Wissen weitergeben. Schön. Und
die Menschen suchen aus meiner Sicht oft falsch. Sie suchen den idealen Beruf oder so. Dabei muss man sich nur überlegen, welche drei Dinge macht man gerne. Ich habe zum Beispiel einen Typ, ich weiß nicht, wie lange das Interview du Zeit hast, doch, aber ich habe einen Typ in der Praxis gehabt, der kam zu mir und sagte, hey Pascal, ich habe gehört, du kannst Menschen zeigen, wie man viel Geld macht. Mhm. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt spannend, ich habe schon viel über mich gehört, aber das noch nie. Und dann hat er gesagt, ja, er will sich einen Sportwagen kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, was machst du am liebsten? Und er so, ja, Reisen, Kulturenmagier und Sprachen. Und was hat er gemacht? Kulturreisen ist heute Multimillionär. Krass, ja? Schön. Und macht nichts anderes als Reisen, Leute begleiten und sich für Kulturen interessieren. Mhm. Also zu die abgekürzte Version. Ja. Und wir suchen oft falsch. Und meinst du, dass das wirklich jeder umsetzen kann, deiner Meinung nach? Jeder könnte es. Also ich bin ja gerade mit dem neuen Programm ein bisschen unterwegs, also ein bisschen Werbung ja, genau, machen mit mach dem neuen Buch Enjoy This Life. Und es ist wirklich so, wenn du aus dieser Opferrolle rauskommen möchtest, dann kannst du es. Aber gerade in der spirituellen Szene sind die Leute aus meiner Sicht oft noch viel mehr Opfer. Sie sitzen da, bitten die geistige Welt. Mhm. Sie probieren zu Hause auf dem Sofa zu manifestieren, aber sie gehen nicht raus. Ja? Ja. Sie gehen nicht raus, arbeiten was, sie packen nichts an. Wie viele Leute sitzen zu Hause und sagen, ich würde ja gerne ein Buch schreiben, aber ich finde keinen Verlag. Ja, der erste Schritt ist mal ein Buch zu schreiben. Ja. Du kannst keinen Verlag bekommen, wenn du den nicht zeigen kannst. Viele, die gerne Buch schreiben würden, haben aber auch nichts zu sagen. Ja. Also sie haben vorher keine Praxiserfahrung gemacht oder haben da irgendwie was. Und das ist das Problem, aktiv werden. Ja. Und jeder kann es schaffen. Klar ist es immer so, wenn man es mal geschafft hat, haben die Leute immer das Gefühl, ja, der hat's easy. Aber niemand fragt mich, wie hart war deine erste Zeit? Ja. Und hast du eine besondere, ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, spirituelle Praxis oder so, oder etwas, was du den Menschen mitgeben kannst, was du vielleicht auch täglich machst oder im Alltag machst und wo sie sich einfach geistig mehr oder spirituell mehr entfalten können oder eben mehr, ich sag jetzt mal, in ihr Herz, ihre Seele kommen? Also das Einfachste ist aufhören, spirituell zu sein und beginnen zu leben. So, das ist so wirklich, dass ich probiere heute, früher wollte ich auch so diesem spirituellen Ideal entsprechen. Ja, als ich noch sehr jung war, ich habe Yoga gemacht, ich habe jeden Tag meditiert, ich habe kein Fleisch gegessen, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe immer probiert, irgendwie da weiterzukommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es macht gar keinen Spaß. Und heute frage ich nur noch jeden Tag, was macht mich glücklich, was erfüllt mich? Und ich weiß nicht, ob ich ein spiritueller Mensch bin. Mir ist es heute auch ehrlich gesagt einfach egal. Für mich zählt nur noch, dass ich glücklich bin. Und ich gemerkt habe, wenn ich glücklich und zufrieden bin, dann ist mein Sohn glücklich und zufrieden, dann ist meine Freundin glücklich und zufrieden, dann sind meine Freunde glücklich und zufrieden. Was ich als mit den all den spirituellen Praktiken nie geschafft habe. Also das Beste ist einfach glücklich zu werden. Schön. Ja, cool. Vielen Dank für dieses Interview. Und ich werde Infos von Pascal einfach auch unten einblenden, beziehungsweise unten hinschreiben, auch von seiner Tour und so. Und, danke. Ja, ciao.